So, dann brauche ich mal runter ein bisschen. Ich habe so eine Schiss einfach nur. Was Höhlen angeht, habe ich echt Schiss. Das ist. Ich höre sterbende Skelette. Ich höre Skelette. Und Zombies, Alter. Diese Fledermaus. Gott. Wenn ich einen Zombie höre und da ist eine Fledermaus, die da rumeiert. Keine gute Kombination. Gerade wenn man sich hier runterbauen möchte, dann ist das keine gute Idee. Ich will mich teilweise auch so ein bisschen an die Seite bauen müssen, damit ich sehe, wie weit ich denn bin. Ich werde mich dann erstmal ein bisschen nach vorne bauen. Das ist halt blöd hier, ne? Dann werde ich hier mal so machen müssen. Diese Geräusche, ne? Die. Die finde ich nicht sehr schön. Die finde ich sehr ungeil, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, hier werde ich mich dann mal zur Seite bauen. Alter, das hört sich so dermaßen nah an, ne? Ich scheiß mir ja jetzt schon in die Hosen. Oh Gott. Was das noch für Ausmaße nehmen wird. Ich will es gar nicht wissen. Ist meine Spitzhacke noch kaputt? Gut, dass ich mir noch eine neue gemacht habe. Das kann noch was werden. Oh, dieses. Meine Fresse, das sind so scheiße hier immer. Ich will nur gucken hier einfach. Das muss ich auch sehr gut ausleuchten, damit ich da. Na toll, ich würde, wenn ich jetzt mich nach unten graben würde, würde ich in Lava landen. Okay. Und ja, hier ist Kohle. Die brauche ich mir jetzt aber nicht ab. Ich werde mich trotzdem noch ein bisschen weiter nach unten graben. Oh mein Gott. Na, das wird ja was werden hier. Ich würde sagen, ich bräuchte mal wieder eine Pause, weil das ist so gruselig, aber so spannend wird es ja auch. Da mag man eigentlich keine Pause machen, weil es halt spannend und. Weil es halt spannend wird. Umso tiefer man reinkommt. Also dieser Zombie, ne? Dieser Zombie einfach nur.
Wenn die immer nicht so nah wären, ne? Das ist so nah. Das hört sich so dermaßen nah an. Das glaubt man gar nicht. Man glaubt es nicht, wie nah sich das anhört. So langsam höre ich die Lava auch. Alter. Das ist gar nicht mal so ungeil hier. Das finde ich nicht schön. Das Lapis Lazuli. Das heißt schon, dass wir schon einigermaßen tief sind. Ich werde hier auch dann ein bisschen weiter reingehen. Nur um zu gucken, wo ich halt bin. Ich höre eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Zwar leise, aber ich höre eine. Ob ihr sie auch hört, weiß ich nicht, aber... Ich höre auf jeden Fall eine. Ich muss noch mal was essen gerade. Genug zu essen habe ich, ja. Wie viel Eisen habe ich eigentlich schon? Oh, 22 Eisen. Leute, ich werde mal eins machen. Ich werde zurückgehen und werde das Eisen erstmal safe stellen. Weil das will ich nicht verlieren. Das will ich auf keinen Fall verlieren. Ich gehe erstmal zurück. Zu meinem Standort. Ach, ich muss dazu. Ja, ich muss umdrehen. Ich gehe erstmal zurück zu meinem Standort und werde das erstmal saven. Achso, hier komme ich raus, okay. Das will ich erstmal sicherstellen, dass ich das habe. Dass wir erstmal einschmelzen gehen, damit ich das sicher habe. Weil wenn ich jetzt sterben würde, man... Oh, es ist noch Tag, aber es wird nachts. Zombie! Was Zombie? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Nein! Muss meine Treppe. Muss meine Treppe. Ich muss hier rum. Alter, wenn jetzt ein Creeper kommt, ne? Wenn jetzt ein Creeper kommt, Alter. Ich muss hier rum. Hier ist eine Treppe. Wieso kommt mir jetzt nichts entgegen hier? Das wäre ungeil. Okay. Oh, Alter. Und zu essen habe ich noch. Dann haue ich das mal hier rein. Kohle. Die Kohle, die kann ich hier auch mal reinzimmern. 43, falls ich noch Fackeln brauchen werde. Aber ja, eigentlich nicht. Na, das kann ja was werden. Holla die Walfee. Das kann ja was werden, Jungs. Lapis Lazuli lasse ich auch mal hier. Feuersteine lasse ich auch mal hier. Granit kann ich auch hier lassen. Erde, Diorit lasse ich auch mal hier. Ich könnte mir wahlweise noch ein paar Spitzhacken machen. Habe ich noch Dings da? Nee, habe ich hier noch?
Ja. Okay, dann mache ich mir noch ein paar Spitzhacken. Eins. So. So. Und so. Okay. Wenn ich in der Höhle bin, bin ich immer sehr, sehr angespannt. Weil ich immer damit rechnen muss, dass irgendwas ankommt. Vor allem die Geräusche auch immer nur. Die lassen mich quasi fast schon in die Hose scheißen einmal. Aber ich habe es aber ganz gut hinbekommen. So. Ich mache jetzt so mal eine Pause. Jetzt mal Musik auf Pause setzen und in den Tor gehen. Boah. Boah. Das geht auf die Psyche, Jungs. Bei der Musik und so. Das geht auf der Psyche, wenn man noch Spinnen und Skelette und Zombies hört. Alter. So. Dann würde ich auch mal gerne weitermachen. Ich schalte mal um. So. Musik. Ich meine, die passt jetzt nicht. Momentan. Aber ich gehe jetzt runter und schaue mal, wie es in der Höhle abgeht. Die momentane Musik, die passt auch nicht so zur Höhle irgendwie, ich weiß nicht. Da gibt es auf jeden Fall bessere. Aber... muss mir auch mal irgendwie was einfallen lassen, dass ich hier auch eine Treppe setze oder so. Ich meine, runter kommt man ja locker, aber jetzt ist wieder spannend. Jetzt wird es wieder spannend, Leute. Ja, es sind wieder Zombies zu hören. Das wird gar nicht mal so unlustig hier. Ich höre schon Lava. Ein gutes Zeichen eigentlich. Außer wenn die mir entgegenströmt, dann eher weniger. Ja, ich bin fast unten. Ich brauche nicht mehr viel. Ich brauche nicht mehr viel, also... Puh. Viel brauche ich hier nicht mehr. Das Redstone. Redstone ist wichtig. Redstone ist geil. Dann kann man auch mal eine Reise machen. Ist nur blöd, dass ich es jetzt hier finde, aber ist jetzt egal. Oh, oh. Hier ist auch noch. Aber hier ist gut, hier ist beleuchtet, hier kann man. Ah Mist, hier kann man. Ah, das kann man ja nur mit Metallspitzhacke abbauen. Dann gehe ich nochmal hoch. Weil Redstone brauche ich auf jeden Fall. Und der Zombie, der kann auch mal das Maul halten. Dann mache ich mir nochmal eine Metallspitzhacke. Brauche ich ja sowieso, falls ich dann rumeiern will. Und zum Beispiel Metall finde. Dann muss ich da auch
runter. Naja, muss ich das halt mit der Metallspitzhacke abbauen? Die hätte ich ohnehin gebraucht dann. Falls ich auch Diamanten finde. Kann man ja alles nur mit einer Metallspitzhacke abbauen. Von daher ist das gar nicht mal so schlimm. Genug Metall haben wir ja jetzt einigermaßen. Die Playlist werde ich auch erstmal gar nicht wechseln, weil es lohnt sich nicht. Metall haben wir schon 22, das ist sehr schön. Dann werde ich mal... Stickies habe ich hier. Wo sind die? Okay. Ich mache mir mal zwei Spitzhacken. So. Eins. Zwei. So. Sollte reichen. Dann werde ich mir auch mal ein bisschen Rüstung machen wollen. So. So. Vier. Eins, zwei, drei. Ja, es reicht für den Helm noch. Was? 1, 2, 3, 4. Nein! Na gut. Okay. Dann kann ich mir das hier mal anlegen. So. So. Eine Hose bräuchte ich auch, aber habe ich jetzt ein bisschen Rüstung. Okay. Alter. Habe ich hier noch. Vier habe ich hier noch. Dann mache ich mal ein Eisenschwert. Dass ich ein bisschen mehr Damage machen kann. So. Zack. Ich meine, ja, manche würden jetzt rummeckern. Oh, ist voll die Verschwendung. Nein, es ist nicht. Wenn ich auf Monster treffe, die ein bisschen gelitten sind, dann wird das schon was nützen. Wird das schon wieder dunkel? Wo ist die Sonne? Da hinten. Ja. Ich kann schon mal beim Feld vorbeigucken. Da kann ich bestimmt auch wieder ernten. Oh ja. Oh ja. Da kann ich wieder ernten. Hey. Wo ist der Sapling? Ich habe kein Sapling gekriegt. Was? Ah, drei Saplings habe ich gekriegt. Den einen kann ich denn hier reinzimmern. So. Sechs Saplings. Dann kann ich mich da noch ein bisschen erstmal drum kümmern. Dann werde ich auch mal die Playlist ein bisschen ändern. Warte mal. Moment. Weil ich bin ja erstmal hier bei Dings bei. So. Denn ich bin ja ein bisschen am Ernten. Bisschen am Ernten. Was ist hier runtergefallen? Genau. Ein bisschen ernten. Ah, das war ein bisschen blöd. Das habe ich mitgeerntet. Das ist nicht so. 3, 4, 5, 6, 7. Ach, die waren gar nicht gut mehr, ne? Ah, Mist. So. Ja, dann lasse ich mal. So.
Dann kann ich hier mal ein bisschen. Okay. 14 Weizen habe ich schon. Finde ich mega. Mensch, das läuft ja. Dann kann ich auch gleich schlafen gehen. Pack das Weizen dann nur noch in die Kisten rein. Und dann gehe ich erstmal schlafen. Oh. So. Oh. Dann gehe ich mal wieder runter in die Höhle. In die Höhle des Löwen quasi. Und ich weiß immer noch nicht, was mich da erwarten wird irgendwie. Ich weiß noch nicht, was mich da erwarten wird. Da war ja Lava. Da muss ich irgendwie rüberkommen. Warte mal. Bevor ich das mache, hole ich mir erstmal einen Wassereimer. Das muss ich auch noch machen. Mir einen Wassereimer holen. Dann bin ich hundertprozentig vorbereitet für die Höhle. So, dann hole ich mir einen Eimerchen. Dann gehe ich aufs Feld, hole mir einen Eimer Wasser. Zack. Dann habe ich einen Eimer Wasser erstmal. Und wenn ich den brauche, dann habe ich ihn. Alles eine Frage der Organisation. So. Geil fühlen kann ich mich noch nicht. Weil ich kann ja noch nicht sagen, dass ich Minecraft-Profi bin. Das kann ich noch nicht. Will ich auch gar nicht. In Minecraft bin ich immer noch ein Vollhorst, wenn ich das mal so sagen darf. Ich werde auch mal die Playlist mal wieder ändern. Weil die nicht mehr angemessen ist. So. Nein! Wo ist das W? Okay. Ist halt nicht mehr angemessen, die Musik. Deswegen habe ich die mal geändert. Hallo, Gypsy ist der Best. Willkommen im Stream, Mensch. Bist ja auch eine kleine Nachteule, wa? Wir wagen uns mal in die Höhle. Mit passender Musik quasi. Eigentlich will ich gar nicht, weil ich scheiße mir immer in die Hosen bei der Musik. Aber ja, wir haben jetzt Ton. Ich kann mir endlich einen Kompass machen, wenn ich das überlebe. Ach komm. Ich bin so ein Arsch. Ich gehe jetzt wieder zurück. Weil, ich mache das aus Sicherheit. Aus Sicherheitsgründen gehe ich jetzt zurück. Ich will mir das Redstone in die Kiste zimmern. Weil ich bin halt sehr, sehr vorsichtig. Was? Du hast Ohrenschmerzen. Warum das denn? Ich hoffe nicht bei meiner Stimme. Nicht, dass du Ohrenschmerzen kriegst, nur weil du meine Stimme hörst. Das wäre nicht schön. Weil sonst müsste ich die ganze Zeit das Maul halten. Das wäre ungeil. So.
Dann würde ich dir auch mal eine gute Besserung wünschen wegen den Ohrenschmerzen. Ohrenschmerzen will niemand einfach. Ich gehe erstmal das Redstone wegbringen. Weil ich will das sicher haben. Weil wenn ich sterbe, falls ich mal irgendwie sterben sollte, durch einen Creeper, der mich mal sanft umarmen will, dann habe ich das wenigstens in der Kiste und kann mich nicht beschweren. Und warum habe ich noch zwei Metall hier? Das ist auch ungeil, wenn man in die Höhle geht. So. Dann gehe ich nochmal wieder runter. Ist schon seit 2. Was? Ist schon seit 2:30 Uhr? Meinst du jetzt die Ohrenschmerzen? Da würde ich aber mal zum Arzt gehen. Ohrenschmerzen sind nicht gut. Würde ich mal dezent zum Arzt gehen mit. Man hat ja nicht umsonst Ohrenschmerzen. Muss ja immer was heißen. So. Jetzt kann ich erst weitergehen. Da entschuldige ich mich auch schon für. Achso, ich muss ja hier oben lang und dann muss ich da runter. Okay. Na, ich höre schon den Zombie. Ja, der Zombie, der ist nah. Aber ist mir egal gerade. Was ich jetzt machen werde, ist Folgendes. So. Jetzt kann ich in mich rein. Ich brauche Fackeln. Den Eimer, den werde ich mal. 19 Fackeln habe ich bloß noch. Das noch Lapis, das ist noch Redstone, das ist sehr gut. Das Metall! Metall! Da ist auch noch. Oh, hier ist auch noch Metall. Was ich jetzt noch machen müsste, das würde ich dann mal so. Kann man mit. Nee. Nee, ich spiele das im Singleplayer. Ich spiele das gerade im Singleplayer, also da kann man jetzt leider nicht mitmachen. Tut mir sorry. Ich werde das Metall haben. Metall! Metall ist wichtig. Da ich ja so verschwenderisch war und eine Rüstung gecraftet habe, für die ganzen gelittenen Leute, die rumeiern, die auch wahlweise mal ein Enderman sein können. Andesit. Ja, ich werde das mal hier so machen. Dann kann ich hier. So. Da komme ich ja jetzt nicht hin, da will ich auch gar nicht hin. Dann werde ich mal hier das ganze Redstone, das werde ich mir mal abzimmern hier. Oh, da ist noch mehr Redstone. Alter. Das ganze Redstone einfach nur. Ja, ist doch gut. Beruhig dich, Junge, beruhig dich. Ich mache das jetzt extra mit einer Steinspitzhacke, weil ich will mir jetzt meine Metallspitzhacken nicht abnutzen quasi. Da will ich ein bisschen sparsam mit umgehen. Und deswegen. So. Dann wechsle ich die mal kurz wieder. So. Da ist noch Metall. Das heißt, dass ich den Eimer wieder brauche. So. Gut, dass ich den Eimer mitgenommen habe. Das ist wirklich extrem geil. Das werde ich da. Ja. Na gut, da hinten kann eh nichts spawnen. Von daher ist mir das Wurst.
Kohle ist immer gut. Braucht man auf jeden Fall. Der Zombie kann mir mal am Arsch lecken. Egal wo der ist. Alter, der ist. Der hört sich so dermaßen nah an, ne? Oh. Natürlich. Oh. Hab's aber noch aufgenommen. Oh. Alter. Das ist so gefährlich einfach nur. Ich werde da trotzdem mal einen Eimer ausschütten müssen. Wegen dem Metall. Nicht, dass ich da reinklatsche und dann elendig verbrenne. Das wäre ziemlich ungeil. Wie weit es hier eigentlich reingeht mit der Lava einfach nur. Krasse Scheiße. Nur, das ist doch nicht das, wo ich da reingraben wollte. Da, das ist doch hier an der Seite noch. Das ist doch hier irgendwo. Oder bin ich da in der falschen Annahme? Das war doch so, oder? Ich meine, ich könnte mich auch irren, aber eigentlich schon. Na, ich muss die Spitzhacke wieder wechseln. Nein, nicht mit der Schaufel. Fackeln können die auch wieder gebrauchen hier. Ich höre schon wieder Lava. Auch ein gutes Zeichen. Wasser höre ich auch. Wasser und Lava hören zugleich ist ja auch nicht gerade. Auch nicht gerade oft, muss ich mal sagen. Das ist schon interessant. Oh, die Lava, die hört sich sehr nah an. Ja. Ach, hier ist sogar Wasser noch. Ach, Mensch. Ich bin in der Arschritze des Todes. Ich frage mich nur, wo ich hier hinkomme. Ich höre eine Spinne. Und ein Zombie. Ich weiß nicht, ob ich hier rein will. Ich würde jetzt mal sagen, ich gehe zurück und bringe den ganzen Scheiß erstmal in feuchte Tücher, sag ich mal, dass ich das sicher habe. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier hin muss. Ich will mich hier so verlaufen einfach nur. Ach, hier muss ich hin. Das werde ich mir mal markieren. Ne? Das werde ich mir immer mal markieren, damit ich auch wieder zurückfinde. Das bringe ich mir jetzt alles mal weg. Dass ich das alles sicher habe. Dann werde ich mir auch erstmal einen Kompass craften. Dass ich einen habe alleine schon. Achso, ich muss ja hier lang. Ja, so langsam finde ich mich hier zurecht. So langsam weiß ich, wohin muss. Ich kann mir die Höhle langsam ganz gut merken, wo ich raus muss. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Und man merke, das habe ich in der Nähe von meinem Haus. Ne. Nein! Ne. Es ist nachts. Leck mich am Arsch. Oh oh. Oh oh. Ich meine, ich habe es nicht weit, aber es ist trotzdem gelitten. Mitten in der Nacht hier so rumzulaufen. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Schlafen! Oh, ich kann schlafen. Ne. Oh, geil. Nice. Aber ich werde erstmal auch mal schlafen. Nein, ich werde nicht jetzt schlafen. Nein, ich werde nicht jetzt schlafen gehen, sondern ich werde erstmal auf Toilette gehen.
Musik pausieren und umschalten. Ja. Ich werde erstmal die 0 wählen, weil denn ich bin eine 0. So. So. Da bin ich wieder. Und mir erstmal was zu trinken eingießen. Das wird aber langsam spannend. Gerade in der Höhle. Und ich feiere das auch immer. Ich feiere das ja auch immer so, wenn, wenn andere Leute im Let's Play jetzt auch in die Höhle, auch in der Höhle gehen oder so. Weil das finde ich immer extrem spannend, wenn die das mit Monstern machen. Weil man nie weiß, was kommt. Werde dann auch mal die Playlist wechseln, weil die aktuelle entweder ein bisschen auf dem Feld noch arbeiten müssen. Dann werde ich erstmal die Minecraft-Playlist wählen. Oh, das ist auch schön, das Lied. Und ich werde dann mal... Ich werde mir dann mal Brot machen. Weizen habe ich ja genug. Ja, wir haben ein Brot. Nice. Ach, wie geil. Wie geil einmal. Wir können uns selber Brot herstellen. Finde ich mega. Wir haben schon... Ja, 4 Brot haben wir. Nice. Das finde ich doch sehr, sehr nice. Wir bräuchten nur bald mal eine neue Truhe, weil die ist schon ziemlich voll. Oh, Alter, wie viel Redstone wir haben. Krass. Andesit. Bruchstein. Oh, Eisen. Warte mal. Das Eisen, das zimmer ich mal hier rein einfach. Zack. Dann, boah, das ist ja schön. Ja, Bruchstein wird... Ja gut, ich habe hier zwei... Ich habe einen 64er. Alter. Ich muss mir das alles mal sortieren, ja, einfach. Ein Durcheinander. Dings macht man ja aus... Ja, da habe ich nicht genug Metall. Ja, leider. Da muss ich noch Metall finden irgendwo. Sonst ist es aber nicht schlecht. Das Brot, das mache ich auch erstmal hier rein. Stickies kann man hier auch erstmal reinzimmern. Die hält ja auch erstmal. Ich habe immer Angst. Ich bin sehr vorsichtig, was das angeht. Die Rot, das werde ich auch mal reinhauen. Ob ich noch Weizendinger brauche. Ja, okay. Ich will mal ein bisschen Acker betreiben, sag ich mal. Ich will mal ein bisschen... ja, da sind schon wieder einige reif. Das ist sehr schön. Wir könnten jetzt uns schon wieder ein Brot machen. Was ich sehr geil finde. So, so. Okay. Mehr haben wir jetzt auch nicht. Aber es geht. Dann können wir das erst auch... Ich mache erstmal die ganzen Fäden. Mach erstmal die Felder hier fertig. Kann man ja machen. Ich meine, die werde ich lange nicht
noch lange nicht brauchen. Weil... um das alles zu sehen, sag ich mal. Das wird noch ein bisschen dauern, aber... ich kann ja schon mal vorarbeiten einfach. Ist ja alles kein Problem. So. Da ist schon mal da. 4, 5 Felder. Was ziemlich geil ist. So. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Hat das auch schon die ganze Reihe. Kann ich hier schon mal wieder pflanzen. Eins hab. Ah, nur eins da? Nee. Ah, das finde ich ein bisschen schade, aber. Was soll's? Jetzt weiß ich wenigstens, was man mit Weizen anfangen kann. Und das finde ich schon geil, dass man daraus Brot machen kann. Wir haben 3, 6. Da können wir schon wieder 2 Brot machen von. Finde ich sehr geil. So. So. Mensch. Finde ich sehr, sehr geil. Ich werde mir mal überlegen, ob ich jetzt gleich das Häuschen ein bisschen erweitern soll. Das mache ich denn ein bisschen breiter. Hier kommt dann eine Hintertür rein. Der Zaun kommt dann weg. Da werde ich ein bisschen Erde noch ein bisschen ausschütten müssen. Der Baum muss weg. Dass ich da so ein bisschen in die Breite gehen kann. Ich muss mal gucken, ob ich noch Erde habe. Wenn nicht, nämlich Cobblestones. Davon habe ich ja genug. Oder Andesit. Oder was hier auch da ist. Ja, das sieht ganz gut aus. Erde habe ich auch noch. Ja. Dann würde ich das erstmal machen. Ich mache das dann erstmal. Die kann dann erstmal da rein, weil ich da ja erstmal nichts machen werde. Werde ich die Erde auch erstmal reinzimmern. Und Cobblestones. Na gut, ich habe noch eins, aber... das Haus dann weiterbauen kann. Die Axt werde ich jetzt brauchen, um den Baum wegzuklöppeln, weil der stört. Du störst! Geh weg! Du oller Baum! Wenn Bäume stören, dann... nicht nur wenn Bäume stören, wenn Zäune auch stören, dann... das Häuschen sollte ein bisschen in die Breite gehen. Ich meine, ich würde dem Haus jetzt auch ein bisschen Schokolade und so geben, damit es in die Breite geht einfach. Das geht ja bei Menschen geht das ja auch, aber naja, ne. Das ist ja nicht immer so. So, dann will ich erstmal Erde benutzen. Dann würde ich hier erstmal... so. So. Wird zwar ein bisschen komisch aussehen, aber das kennt man ja von mir, dass ich immer 2 mache. Hier brauche ich eigentlich gar nicht 2. Weil ich will ja keine Landwirtschaft betreiben. Hier soll ja auch eigentlich nur mein Haus rauf, aber ich mache das trotzdem. Kann man ja alles machen. Ist ja alles easy going. So, muss ich hier mal
Weiß gar nicht, wie weit ich hier gehen will, aber schon einigermaßen weit. So. So. Wir hier ein bisschen weiter gehen. Ich will mich erst ein bisschen ums Haus kümmern. In der Höhle waren wir ja schon lang genug.